Video bei Einfach und Schnell kochen. Heute machen wir Elsässer Schnitzel und dafür benötigen wir Schnitzel oder Filet, je nachdem was ihr möchtet. Außerdem Schinkenwürfel oder Speckwürfel, Creme fraiche, eine Zwiebel und Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Zunächst haben wir die Zwiebel für Multizerkleinerer zerkleinern lassen. Dann habe ich die Schnitzel gesalzen und gepfeffert von beiden Seiten. Diese werden dann danach in einer Pfanne goldbraun angebraten. Sind die Schnitzel durchgebraten, geben wir diese schon mal in eine Aufbauform und geben in die gleiche Pfanne dann die Zwiebeln, die wir kurz anbraten. Sobald auch die Zwiebeln etwas Farbe gewonnen haben, kommt der Speck hinzu, der ebenfalls kurz angebraten wird. Das Anbraten von Zwiebeln und Schinken ist optional. Ihr könnt beide Zutaten auch gleich roh auf die Schnitzel geben. Die Schnitzel warten ja schon in der Auflaufform und können nur mit Creme fraiche bestrichen werden. Dann folgt die Mischung aus Zwiebeln und Schinken. Und zum Schluss geben wir noch etwas geriebenen Gouda darauf. Dann gebt ihr die Schnitzel für ca. 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Wir haben die Schnitzel mit Kräuterbaguette gegessen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bon Appetit und bis bald. Tschüss.